Servus, bei mir ist jetzt Sandra. Grüß dich, Sandra. Grüß dich Gott, servus. Sandra, jetzt sucht mir deinen Traummann. Ja, schauen wir wieder mal, oder? Probieren wir es. Ja, können wir machen. Dazu würde ich gerne erst einmal was von dir wissen. Ja. Magst du was erzählen? Naja, von mir, was soll ich da auf jeden Fall erzählen? Ich weiß es auch nicht. Wo bist du denn her? Wie alt bist du? Ich bin 30 Jahre. Bin aus Niederaltaich, Landkreis Deggendorf, sagt vielleicht die Mera noch was. Und naja, bin Single. Sonst wär's nicht da. Sonst wär ich nicht, sonst hätte mich meine beste Freundin nicht da hergeschleppt, sagen wir mal so. Ich find's gut, dass du da bist. Ja, super. Ja. Ich find's auch. Gibt's irgendeine kleine Macke an dir, mit der dein Traummann auskommen muss? Macke. Nein, ich selber weiß ja das nicht. Das muss ja dann mein Mann wissen, was ich für eine Macke habe. Wahrscheinlich habe ich eine Macke, bestimmt, bin ich nicht ganz sauber. Aber. Aber das soll er selber herausfinden. Das soll er selber herausfinden. Okay. Wie kann dich dein Traummann von sich überzeugen? Er muss einfach einen Spaß haben. Er muss einfach einen Schmäh haben, sagen wir mal so. Okay. Wie, ja, sagen wir die Österreicher, ich weiß schon, aber er muss einfach einen Spaß haben. Sagen wir mal so, du, egal, ausschauen, alles, das ist mir echt wurscht. Okay. Charakter muss er haben und Spaß muss er haben. Jetzt hast du gesagt, Charakter ist da auch wichtig. Wie stellst du denn vor vom Charakter her? Naja, nicht so ein Larifari einfach. Wo er sagt, keine Ahnung, wenn ich mag eigentlich, ja, ich weiß schon, ich bin schon mittleren Alters, ich mag aber noch fortgehen und Party machen. Jetzt sind auch da, freilich, aber ich mag woanders da und Party machen, also, so ist es nicht. Aber wenn er nur so auf der Couch hockt, das taugt mir gar nicht. Also kein Couch-Potato? Genau. Sondern ein gestandenes Mannsbild, das mitgeht? Ja, genau. Ja, wenn er nicht mitgeht, dann muss ich wieder laufen gehen. Auch kein Stress. Aber dann muss er damit leben können. Muss er damit leben können, ja. Ist auch klar. Super, Sandra, das war's schon wieder. Das war jetzt die Sandra. Wenn ihr jetzt Sandra kennenlernen wollt, dann meldet euch bei ihr. Für euch.